Ja, hey, willkommen, mein Name ist Danero LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tezoxilla 2. In der letzten Folge haben wir Jules Geschichte Nummer 5 abgeschlossen und jetzt machen wir die nächste. Bams. Wir gehen nach Charilton. Bestimmt Rowan, ne? Ich weiß es. Da vorne. Schnappen wir uns den. The job posting sure are beneficial. Ja, ich weiß, wir müssen für jeden irgendwie leckere Gerichte und so bereitstellen, wenn wir irgendwelche Aufträge erledigen. Ich weiß. Elise! Da schlägt man jetzt so wieder über. Hast du gerade geredet, während ich mit dir reden? Egal. Elise! Na klar. Ehe meine Gefühle dich erreichen konnten. Ach ja, mit Luna und Martha. Martha? Marschier. Something troubling you, young miss? Perhaps it would help to talk about it. Sie hat doch gerade gesagt. Egal. Luna sends her texts, but Elise doesn't even read them. Ah, still upset about what happened with Exodus. I know I should move on, but I just can't get it out of my head. What would you do? Ja. Ich glaube, ich würde sie einfach weiter ignorieren. Ich würde meinen Mut zusammennehmen und ihr schreiben. Bams. Würde ich das? What matters is what you want to do, young miss. That's the problem. I just don't know. This is the DODA. We've detected a new fractured dimension. Was? Nein. We've sent over the coordinates. Please take appropriate action. A new mission? Can we come too? We're sick of stewing in our own thoughts. A fine idea. Sometimes a little distraction helps the mind work through difficult issues. Jo. Ich hätte sagen können, geht weg, aber nein. So. Wie sieht mir die Sache mit Elise aus? Oh, die ist auch schon kurz vor 9. Und wir nehmen. Nein, wenn ich. Kann ich Dinge steuern? Nein. Wir nehmen, was weiß ich, wen mit. Wir hatten schon lange nicht mehr. Elvin und Leia hatten wir schon lange nicht mehr. Elvin, komm. So, dann. Splitterdimension. Ja, wie geht denn das nochmal? Splitterdimension F423A. Zack. Mal wieder Heil-Items sind so geholt, weil die sind ganz schön verbraucht worden letztes Mal. Ja, ne, warum schreien wir halt eigentlich nicht durch die Gegend? Die werden sowieso alle irgendwann getötet, ja. Der Clananführer des Kitals liebt seine einzige Tochter sehr. Sie ist sein Ein und Alles und ist ein interessanter Kontrast, da er sonst so ernst ist. Oh mein Gott. This seems to warrant further investigation. Oh mein Gott. Hier schon, worauf das hinausführt. Es wird sogar passen, weil man nichts von Elises Eltern weiß. So, wer denn du? Du bist rot. Willkommen, wir sind die einzigen Materialien, die ihr in der Gegend von Sheldon finden könnt. Ach so. Langweilig. Hey, was mit dir? Ihr solltet hier nachts nicht alleine rumlaufen. Es gibt hier gefährliche Menschen. Es ist einfach nicht sicher. Es liegen an den verdammten Wilddieben und den gestohlenen Waren, die sie hier verkaufen. Ja. Steht doch schon, dass wir da müssen. Muss ich überhaupt mit den Leuten sprechen? Oh Gott, ich weiß schon, worauf das hinausgeht. Ich weiß sowas von. Aber warum tut man sich solche Sachen für den zweiten Teil? War es schon so sicher, dass ein zweiter Teil von dem Spiel kommen würde? Damals hat er so viele offene Fragen noch angelassen. Jetzt erst im zweiten Teil Sinn machen. You made it, Ellie. I was just sick with worry after you said you'd be late. Ah,
I chanced to run into Miss Elise outside of town, so we decided to travel back here together. If you don't mind my asking, why did you invite the young miss here today? Oh, I don't mind you asking at all. Ellie's father is coming home. It's been ages since they've seen each other. I beg your pardon? Father? That's right. We got word he's finally getting a break from the job he was assigned to. We really get to see Father? Of course, you silly. Isn't that why you rushed over here in the first place? Elise! Ah! My little princess! I'm so happy you came out to see me! Father? Yes, what's the matter? Has it been so long that you've forgotten what your old man looks like? Chief, please settle down. Miss Elise seems upset. Please put me down, okay? Elise isn't a little baby, you know. Ah, forgive me. I was just so happy to see you. Sometimes Elise is so cute that you just want to pick her up and squeeze her. Ja, ich weiß. And I couldn't be a prouder dad. There's nothing I wouldn't do to protect her. Anyone who dares to court her will go up against the highest standards. We know. She's your sun, your moon, and your stars. You've said it so many times, I hear it in my sleep. Jürgen, you do realize you're the biggest oaf in the Kataro clan, right? Precisely why you picked me to be your right-hand man, Chief. Oh, guess your old papa owes you an apology, child. I got so tied up with work that I completely forgot to bring back souvenirs. But I shall make it up to you. Ask for anything you want, and it's yours. Anything? In the whole wide world? I can't think of anything. Ein ganz bestimmtes Plüschtier wäre ganz nett. Bunnikins, right? Of course. Everyone with kids has heard of that toy. But those... Lady Drissel, would you mind if we were to rest for a bit before the briefing? Oh, of course. You both must be exhausted from your journey. Please, make yourselves at home. If only we had the time. Monster poaching is on the rise again in the Sapstrath Deepwood. The bastards seem to be after pelts this time. Those poachers have apparently been slipping through the Kataro clan's defenses. We need better strategies for catching them. I've directed the Merchants Coalition to boycott the purchase or sale of poached goods, but... Banning them just boosts their value on the black market. And the poachers aren't getting any less greedy. But we'll talk later, right, Elise? Everyone, please do try to rest up as much as possible. Tonight's the big reunion party. I just can't believe Zhao is my father. I know fractured dimensions are all funky, but can that really be true? Yes, in this dimension at least. Then I guess we had better find out more about Zhao. And quickly, things will be complicated when the Elise of this dimension arrives. Aha. Oh. Can I talk to you? It's important. You're Klau. Always looking out for me. Always protecting me. But now she wants more. When I'm with you, I feel like I'm always getting stronger. Or no, it's more like I want to get stronger. I want to prove to you how strong I can be. I hope that sometimes you'll let me be there for you like the way you've been there for me. And then you can be real besties. I hope that we can always be friends. Ja, natürlich. Elise im Paradies. Höllenfeuer. What? Okay. The big man is Elise's father? Don't know how I feel about that. But it seems quite clear that he cares very deeply for her. I don't think the me of this world knows the truth about who Zhao is and what he did to my real mother and father.
Manchmal ist es besser für uns, wenn wir die Wahrheit nicht kennen. Wie ist denn dieser Zhao so? Zhao used to be one of Gaius's subordinates. He was a great man, who also served as chief of the Kataro clan. But he also killed Elise's mom and dad. What? Nevertheless, Zhao died, protecting Elise. Whatever his past and his motivation to her, that fact is also true. For now, let us do what we can to resolve this situation. There will be plenty of time to reflect upon it later. You're right. Thank you for helping me through. You too, Luger. Sorry to get all mushy on you. No need to apologize. For we adults, to be relied upon by others is a badge of honor. A badge of honor? That sounds kind of cool. Doesn't it? It means you can rely on us for anything. That's nice to know. Anything, huh? How about we start with a nice neck rub? Okay. Ich habe schon gefragt, warum heißt das, gibt dieses im Paradies? So, ist sie auch schon bei fast voll. Ja, sie hat den Level fast voll. Ja, okay, jetzt wäre doch gut, wenn wir das irgendwie in diesen Splitterdimensionen einsetzen könnten. Falls es zu einem Kampf kommt. Wahrscheinlich kommt es irgendwie zum Kampf. Zurückgelangter Geist, ja, das ist jetzt nicht so. Bams. So. Dann. Geht zum Gästezimmer. Achso, ja. Ja, da ist ja das Ding. Zack. Möge das Feuer starten. How could you do this to me, Jürgen? Chief, please, let me explain. What's going on? I caught Jürgen sending our defense strategies to someone over his GHS. Don't tell me you're on the take from those poachers, are you? Well, Jürgen wouldn't. He's our buddy. Jürgen, put me in touch with whoever got those plans. If he's not a poacher, you've got nothing to worry about, right? I'm so sorry, Chief. You have to forgive me. Jürgen? You're really a fink? But why? It's because of my wife. Hyla's condition just keeps getting worse. I needed the money so I'd be able to buy her the right medicine. Why didn't you just ask for my help? I would have, but the medicine she needs can only be made from protected monsters. That's why I betrayed you, but it's no excuse. Betrayal must be repaid in blood, no exceptions. I know the rules of the Kataro clan. So you're ready to accept your punishment? Let it at least be by my hand. No, wait! It's not his fault! Jürgen was only trying to save his wife. Out of my way. Zhao, father, you're the chief, right? So you can bend the rules however you want. No, Elise. If anything, it's my responsibility as chief to honor the rules. But what if it was me who got sick? Didn't you say you'd do anything to protect me? Are your rules more important than I am? Jürgen, take me to where you meet these poachers of yours. Understand? Chief? It's all right. Don't worry. I just want to talk with them. I'll tell them that we will only allow the poaching of animals for Isla's medicine. Thank you, Chief. I can never repay you for this. Thank Elise for this, not me. Lady Elise, thank you so much. I'm just happy things turned out okay. They're in the Sapstrath Deepwood, right? Yes, that's right. I'll lead you to them. I'm sorry you had to witness all of this. I hope that you'll keep it to yourself. Oh, God. What? It's Zhao! We've found our divergence catalyst. We'll need to follow them. To the Sapstrath Deepwood, then. Das war ja sowieso irgendwie klar. Ausgerechnet er der Katalyst ist. So, Sapstrath Tiefwald. Ach ja. Ich hab's vergessen, stimmt. Dann.
Weiß nicht. Selbst auf tiefer, komme ich denn da noch mal hin? Römerfahrt. Ach ja, genau. Boah. Noch schon senil. Ja, dieser eine Ort, wo wir schon mal den Typen getroffen haben. Damals im ersten Teil. Ja, wie ich es nenne, in längst vergessenen Tagen. Im Jahre 2013 oder irgendwie so weit. So, dann. So, und jetzt gestatte ich es mir mal, es ein bisschen einfacher zu machen, indem ich mir irgendwas hier reinpumpe. Ha, nur Mist habe ich. Nehmen wir die Verteidigung hoch. But we have a duty to destroy the divergence catalyst. Immer noch kein Bakura. Mann. Muss mal einige von diesen Viechern finden. War nur irgendeinen bis jetzt. Das brauche ich ja nur einen. So, was? Such mal die mal. Wenn er wohl irgendwann hier spawnen, oder? Irgendwann, irgendwo, wenn ich schon mal irgendwo spawnen. Ja, kein Bock. Ah. Muss ich da noch tief rein? Ja. Vielleicht begegnen mir ja einer. Oh ne, da ist er schon. Am Ende, verdammt. So, dann da ist er doch, hab ihn gesehen. Kann ich nicht von da aus irgendwie? Hä? Hier sind wir zum ersten Mal einen von diesen Viechern begegnet, das weiß ich noch. Damals im ersten Teil. In längst vergessenen Tagen. So, und ich glaube von da aus irgendwie dahin. Ey. Nix da, sehe ich jetzt mal gar nicht ein. Ja, Elvin, du bist ja auch dabei. Schwackers. So, Kraut. Schon irgendeins von diesen Viechern müssen wir doch finden. Da, okay. Nein. Alles klar, dann. Er lag irgendwann am Boden. Mensch, Tier, keine Ahnung. Like how dare you threaten me? What? He's dead. You fools. We're sorry, please. We surrender. Please forgive us. No. What is the meaning of this? They got exactly what they deserved. These poachers tried to blackmail me. They said that if I didn't let them continue poaching, they would tell the world how the Katarl clan collaborated with them. What? The rules of the clan are absolute. It was a big mistake to bend them. But mistakes can be corrected. Were you the one who killed Jürgen? Yes, that's right. I killed him. And once I kill all of you, it'll be as if nothing ever happened. Was ist da nix? Ellie, zurück! But... He isn't Zhao anymore. We have no choice but to destroy him. Nightmare. I'm sorry. You betray me. Oh Mann. Aber er hat doch gar nicht die Regeln gebrochen, verdammt. Er hat ihn nur getötet. Also hat er die Regeln noch gar nicht gebrochen. Schwäche.
Schwäche gegen Pistolen und Wind. Dann. Perfekt. Geh weg. Luga, you need to protect Elise. Okay. Da musst du mir nichts sagen, dann hätte ich so oder so eingehalten. Elise, komm her. Habe ich irgendwelche Schussfähigkeiten, die ich mit Elise machen kann? Ich glaube ja nicht. So, oh, ich glaube, ich habe gar keine Schussfähigkeit mit, die ich verbinden kann mit Elise. Was war das denn? Au. Deut. Die ist aus, als gehe ich mit dir in den Nahkampf. Au. Deut. Deut. Zwar will ich auch eine verbundene Art haben. Oh, sehr gut. Kein Glück gerade. So, jetzt aber. Verdammt. Was? Ich hab doch gar nicht. Ah. So, jetzt aber. Sehr schön. Das war richtig gut. Oh nein, ich weiß genau, was du jetzt gemacht hast. Oh nee. Wind. Ich brauche Windwaffen. Perfekt. Ich hätte gleich Dings einsetzen sollen. Egal. Irgendwie sehe ich gar nichts von Elvin. Ist die ganze Zeit bei Roan. Der hockt die ganze Zeit bei Roan. Zusammenhandeln, Freiwahl. So, jetzt gehe ich auf das Viech los, ey. Boah, er ist gelähmt, er ist vergiftet, er ist betäubt, sehr gut. Au. Oh, komm her. Ja, ich habe das Verteidigungsgericht hat vollgebracht. Au. So, jetzt bist du gleich so weit von dran. Komm mal her. Oh nein, setz nicht dein Ding gegen uns ein. Wir setzen das mal gegen dich ein wieder. Höllenfeuer! Wir sind etwas Positives. Verbundene mystische Art. Durch das Aktivieren der Fertigkeit Spezial und besondere verbundene Art kannst du R2 gedrückt halten, während du mit Ludger ein verbundenes Art ausführst, um auf die Weise ein verbundenes mystisches Art zu initiieren. Vergiss nicht, diese Fertigkeiten zu aktivieren. Geil. Sehr schön. Ich gut, was von Elise hat erstmal so was gesehen haben. Elise. Are you okay?
Sorry, child. I failed to get what you asked for. Huh? That stuffed animal you wanted. The bunnykins. They're made from poached monster fur. They are? I'm the chief. I have to uphold the rules. Please forgive your stubborn old pop. But never forget this. You are my sun, my moon, and my stars. My beloved daughter, Elise. Father! Father! That was far more than anyone should have to bear. But Luger was just doing his job. Just like the big man was doing his, and Luna was doing hers. If Luger doesn't do his job, our world could end up kaput. Verdammt. If Luna had actually listened to me, things might have ended badly just like they did for Zhao and Jurgen. It's true. Chaos often ensues when people in power let their personal feelings rule their decisions. Luger, the big man, Luna, they're all nice people. But they all have responsibilities, which means making choices they don't always like. And yet, I got mad when they didn't listen to my selfish wishes. Sollst du nur sagen, was du uns gerade gesagt hast? Das ist keine große Sache, aber Kinder erwarten man ja, dass sie egoistisch sind. Warum sollte ich so was sagen? Ganz ehrlich. Forgive me for interrupting you at such a busy time, Chancellor Marcia. I'm here with a mutual friend of ours. She has something she would very much like to say to you. It seems she was expecting this call. Luna. I mean Chancellor Marcia. You can call me Luna. Luna, I'm sorry. I was wrong to get mad at you. I know you had no choice when you did what you had to do. I'm sure it made you sad. I'm sorry I said such horrible things to you. I guess I'm just a selfish child. Elise, it does take a great deal of wisdom and maturity to put aside your feelings and do the right thing. Just as it takes a pure heart to question whether such an act truly needs to be done. It's something we jaded adults lose sight of far too often. So, it's okay to stay a child? It's okay to grow up while staying yourself. Your pure heart might put a stop to ill practices others have grown to accept. It might convince them to think twice. I understand. I'll do my best. You really are like the perfect big sister, Luna. Thanks. Although I'm closer in age to an aunt, would you mind if I texted you again? Of course not. We'll be watching our GHS. Thank you. You're very welcome. Although it's a shame that Bunnykins continues to elude us. Actually, we've been thinking. I'm going to take Al shopping and find her another stuffed animal instead. Who knows if we'll find anything as good, but I'll explain the situation to her. Not exactly the ideal big sister result, but I hope she'll forgive us. I'm sure you will find something wonderful for her. But we'll have to rescue her first. Da wollte ich gerade sagen. Coming for you, Al. Erstmal müssen wir sie wieder zurückholen. Und das werden wir auch. Typo-Schirm, okay. Und 50.000 Gold. Jawohl, ich habe wieder Geld. Typo-Schirm. Wer die Chance auf Elementerz und erhalten Erfahrungspunkte. Ja, super. Ich bekomme doch immer Erfahrungspunkte und Elementerz. Ja, ich weiß schon. Aber trotzdem. So, dann haben wir mit Elise auch endlich mal
Abgeschlossen. Dann fehlen noch Amil, Chandu und Drellin. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme ist ja schon alles drankommen. Sehr gut. Dann nenne ich nach Marksburg. Nach Trigav. Immer nach Trigav. Da habe ich immer noch die Bakuras gefunden. Verdammt. Na gut. Werde schon irgendwie finden. Vielleicht werde ich die offscreen suchen, killen und dann die Mission abgeben. Im Moment habe ich ja nichts anderes, was ich machen kann. Werde ich wahrscheinlich so machen. Und das auch hier. Ich habe das vollkommen vergessen. Na gut, dann würde ich sagen, ich beende den Party und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.